Servus zusammen. Hallo Ferdi. Servus Fabi. Hi zu Hause. Willkommen zurück zum Torwarttraining. Heute Koordination Teil 2. Ein bisschen mit, wir sehen hier schon verschiedene Farben. Das heißt, wir müssen uns vielleicht das eine oder andere heute merken. Das eine oder andere wird uns ein bisschen... Ja. Ich habe gleich eine Frage. Ja. Was mache ich denn, wenn ich keine 4 Farben habe? Überhaupt nicht schlimm. Ihr könnt entweder euch dann, wenn ihr zum Beispiel 4 gelbe Farben habt, sagt ihr selber vorne links ist grün oder ihr gebt den Hütchen Zahlen, ja. Wie das für euch am einfachsten zu merken ist. Man könnte auch 4 Klorollen nehmen und sagen, das ist immer die grüne, das ist immer die rote, das ist die gelbe. Okay. Genau, muss man sich halt davor gut einbringen. Das oder 1, 2, 3, 4, alles klar. Genau, oder man legt einen Zettel oben drauf, beschriftet das, je nachdem, Klopapier vielleicht eher nicht. Genau. Dann würde ich sagen, starten wir gleich. Das heißt, das Viereck können wir auch beliebig groß machen. Wir können es größer machen, wir können es kleiner machen, je nachdem. Ich starte mal. Wir starten hier drinnen mit Skippings. Ja, dass wir hier einfach dynamisch sind. Unser Partner vorne sagt uns eine Farbe. Ja. Das heißt, wir gehen dann leicht mit kurzen Schritten zu der Farbe hin. Ja. Machen dann, wenn zum Beispiel rot ist, hier mit dem linken Spinnen. Rechter geht hoch, so hoch wie es geht. Stabilisieren. Ja. Und dann wird der Ball immer Richtung Viereck gespielt. Das heißt, okay. Jetzt der linke Fuß, linke Hand, ja. Halten den Ball, ja. Hier schön zurück, ja. Springen hier wieder zurück, gehen wieder auf unsere Ausgangsposition und dann sagst du die nächste Frage. Und wenn ich gelb sag? Wenn du gelb sagst, gehe ich hier leicht schräg diagonal zurück, ja. Mit kurzen. Anderer Fuß, das heißt, der linke landet jetzt, hat rechte Hand ist mittig, ah, ja, genau. Okay, und dann wieder zurück. Genau. Mhm. Und ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal mit... Ich sage immer die neue Farbe, wenn du auf dem Weg wieder zurück zu mir. Genau, wenn ich mittig bin, okay. Ich bin ja eh in Bewegung, weil ich hier meine Skippings mache und dann ruhig langsam starten und schneller werden. Gut. Okay, dann skippe mal. So, grün. Gelb. Achso, das stimmt. Ich kenne den mal. Und zurück. Blau. Grün. Ich denke mal, dass du zurückkippst. Rot. Ah, jetzt habe ich nicht geschlafen. Okay, jetzt was da. Ja, also, gelb nochmal. Komm, ein bisschen. Das musst du schon tun. So, also, komm, ein bisschen trainieren. Wir wollen ja warm werden. Grün. Hopp. Ja. Okay. Und rot. Okay. Genau. Jetzt, das was wir ein bisschen schwieriger machen, sagst du mir immer 4 Farben gleich am Anfang schon. Okay. Das heißt, ich muss sie mir merken, wir können auch mit 3 starten. Ja. Wir machen mal 4, dass wir einfach, es kann auch 2-mal grün sein, 3-mal grün, je nachdem. Ja. Wichtig ist nur, dass wir immer wieder zurückkommen ins Zentrum und nicht gleich hier, wenn wir rüberkommen, einfach so schnell nach vorne. Das ist einfach diese Bewegung. Und dass er hier nicht schläft. Richtig. Aber sonst gleicher Ablauf. Gleicher Ablauf erstmal. Okay. Du wirst den Ball hier wieder ruhig hoch, bisschen flacher, dass sie unterschiedlich kommen. Das wird immer hier unsere Stabilität finden und. Ah, okay, aufsehen. Alles klar. Genau. Ja. Okay, dann blau, gelb, rot, grün. Oh, Moment, das war schon ein falsches Beispiel. Das heißt, wieder zurück, rüber. Grün was? Irgendwas rot. Und rot was. So, ja, ihr merkt schon, es wird ein bisschen schwierig, das heißt, ich muss mich konzentrieren, ich muss darauf achten, dass ich wieder schön nach innen einpendel und nicht einfach nur quer gehe. Das heißt, ich habe mehrere Aufgaben, die ich miteinander verknüpfen muss und muss mir trotzdem noch merken, wo ich her. Du hast aber immer wieder danach Zeit, in die Mitte zu gehen und aus der Mitte gehst du mehr. Genau, aus der Mitte gehe ich raus. Ja, also damit ich quasi hier nicht einfach blind, stupide da gehe, sondern wieder. Also, was ich möchte, Okay. Also, gelb, gelb, rot, blau. Das war's. Okay. Ihr habt jetzt schon gemerkt, oder man kann noch mehr darauf achten, dass man noch höher geht. Dadurch wird die Übung natürlich kurzzeitig ein bisschen langsamer, aber wir machen mehr für die Kräftigung hier. Mhm. Das heißt, schön hoch. Ja. Kommt. Dann geht es wieder zurück und dann nach vorne und dann starte ich weiter. Ja. Das heißt, langsam ist nicht immer schlecht. In dem Sinn jetzt hier, dann kann ich auch mehr auf die Kraft gehen, wenn ich mehr auf die Schnelligkeit gehen möchte. Mache ich es ein bisschen schneller, schaue, dass ich hier schön rüberkomme, schnell wieder zurück und quasi zum nächsten Hütchen.
können das auch breiter machen, größer machen, je nachdem, wie viel Platz wir haben und wie viel Ausdauer. Mhm. Also ich bin jetzt eher so der Ausdauer. Ich mache das jetzt mal. Gut. Ich mache mal ein bisschen größer. Ja. Und machen wir es doch mal mit Zahlen, oder? Genau, können wir auch mal mit Zahlen machen. Jetzt haben wir Farben ja schon durch. Ja. Das heißt, wir machen das aber nicht ganz so einfach. Ich würde sagen, grün ist 1. Mhm. Blau ist 2. Okay, 1, 2, 3. 3, 4. 4. 1, 2, 3, 4. Sag mal schnell was. 3. Das. 4. Ja. Nee, warte. Doch, doch. 3, 4. 2. Das. 1. 1, 4, 3, 2. 1, 2, 3, 4. 1, immer links anfangen. 1, 2, 3, 4. Soll was ändern? Nein, hör auf. 1, 2, 3, 4. So, also, okay. 1. Achso. Ja, wir starten erstmal mit einem. Schräg. Also, ja, ja, okay. Also, der Fuß drüber. Genau. Dann gehe ich den Ball. Hopp. Und wieder zurück. Ja, genau. 2. Ja. Sehr schön. Wirf. Da war noch zu viel Wackelpudding. Was? Und wieder zurück. Und 3. Gib dir gleich Wackelpudding. Oder 1. Okay, jetzt würde ich wieder genauso machen, dass wir... Was würdest du mir jetzt empfehlen? Krafttraining hier. Krafttraining, Stabilität. Ja, alles. Okay. Nee, schaut schon gut aus. Ja, schaut danke, hervorragend danke, aus. Ja. Ja, ich sag dir mal eine Zahlfolge. Mhm. Oh Gott. Ja, also wie vorhin. Ja, verstehe. Okay, starten ganz einfach. Jawohl. 1, 2, 4, 3. Okay. Natürlich noch machen können, ist eine kleine Rechenaufgabe. Mhm. Das heißt, jedes Mal, wenn wir zurückkommen, gibt es eine ganz kleine Rechenaufgabe. Mhm. Das wird immer auf eine Zahl von sieben kommen. Mhm. Also mit Plus und Minus oder brauche ich einen Taschenrechner? Nee, wir machen Plus und Minus. Okay, glaube, das, alles das, klar. Das reicht, ja. Gut. Okay, sind Sie bereit? Ich bin bereit. Sehr schön. Ja. Dann fangen wir an mit 3 minus 1. Vier minus eins. Das wird schwieriger. 3. Ja, Schweiß. Stimmt doch, oder? 2 minus 1. 1. Oh, was anderes? 2 plus 2. Wo ist sie denn? Ah, ja, hier. Und 2 minus 1. 1. Ja, perfekt. Okay. Und das können wir so. Oder rot minus grün. Zum Beispiel. Boah, das ist hart. Das ist. Ah, das ist schon eine Stunde weiter. Ja. Das wäre wirklich. Das machst du jetzt. Komm. Ja, ich glaube, wir müssen die nächste Übung. Nein, nein, das machst du jetzt. Komm, wir machen einmal die Farben. Also das war 1, 2, 3, 4. Richtig? Richtig, ja. Okay, dann sag ich jetzt. Boah, da muss ich aber auch mitdenken. Okay, erste Runde ist. Blau minus grün. Tibbeln vergessen in der Mitte. Das stimmt, ja. Ja, also tibbeln, 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 tibbeln. Okay. Rot minus gelb. Ah, okay. So, jetzt. Grün plus grün plus grün minus blau. Ja, bleib ich mal stehen, oder? Nee. Grün plus 4. Grün plus grün minus blau ist 2. Stimmt. Ja, das ist aber nicht gut gewesen. Darf ich einen Zahn nehmen? Nein, damit bist du. Ich habe 3 mal grün ist 3. Ja. Minus 2 ist 1. Ah, 2 war das. Das war ja. 3. Ja, ja, nee, 2. Ja, okay, aber wir machen noch einen. Komm, okay. Da mache ich ihn auch. Ich lasse ihn nicht alleine. Okay, also wir machen 3. Ach Quatsch. Gelb ja. Minus grün. Ja. Oh. Aha. Okay, gut. Kleiner Test gewesen. Okay, ich spiele gegen die Kids zu Hause. Genau. Seid ihr bereit? Achtung, Fabian muss ganz laut reden und gut zuhören. Blau
Minus grün. Okay. Ich habe nicht getippt. Nochmal Stopp. Du musst natürlich schneller. Blau minus grün. Jetzt nicht mehr. Also, so, genau. Also, nochmal okay. Zu Hause fertig tippeln auf die Plätze. Okay, fertig. Hä? Rot plus grün. Rot plus grün? Das war nur ein Test. Das okay, ist, jetzt, also, jetzt nochmal von vorne. Okay, jetzt halt. Jetzt wirklich von vorne. So. So. Okay. Blau plus grün. Drei. Und gleich wieder rein. Und grün minus gelb. Das ist minus. Aber bleib stehen. Okay, dann spielen wir es im Wettkampf zu Hause. Ich würde sagen, du sagst die Farbe plus minus der anderen Farbe. Genau. Ja. Und wir spielen drei Runden und schauen, welche Runde, wer die Runde schneller macht, kriegt den Punkt. Genau. Ja? Genau. Das heißt, nach jeder Runde kurze Pause und dann starten wir wieder weiter. Ich gegen euch zu Hause und wir schauen, wer die erste Runde gewinnt. Dann wieder die zweite und dann die dritte. Okay? Best of drei. Alles klar. So. Okay. Okay. Dann erste Aufgabe. Grün plus blau. Das war nicht schlecht. Das war nicht schlecht, ja. Ich denke aber, die Kinder waren schneller. Okay. Glaube ich auch. 1-0 mit Kinder. Okay. Rot minus blau. 2. Okay, da war eine große Denkpause drin, ich glaube. Oh Gott, 2-0 für die Kinder. Auch 2-0, ne? So, komm, jetzt muss ich anstrengen. Hopp. Okay. Grün plus gelb. Das war was anderes. Den kriegen wir den Punkt. Glaube ich auch. 2-1. Sehr gut. Schau. So. Achso, ist ja. Aus. Genau. Best of drei, natürlich. Das heißt, ihr könnt es aber auch, wenn ihr zum Beispiel einen Bruder habt oder mit den Eltern, könnt ihr es auch gegeneinander machen. Ja. Kann man auch schön sich auch verschiedene Varianten ausdenken. Okay. Ich glaube, da kann man schön in den Wettkampf hineingehen. Okay, alles klar. Gut. Ja. Dann war es das schon wieder eigentlich von uns für heute. Kleines farbkoordinatives Spiel, ziemlich cool. Probiert es aus, es schaut leicht aus, es ist aber gar nicht so einfach. Und wir sehen uns dann einfach, würde ich sagen, nächste Woche wieder zum nächsten Torwarttraining. Und wer hier noch ein paar coole Ideen hat, der schickt die uns einfach. Ob es mit dem Fuß ist oder mit den Händen oder mit irgendwas, eigentlich ganz egal. Wir schauen uns alles an. Schickt es uns per Mail. Oder schickt, verlinkt uns bei Instagram oder Facebook mfs-fußballtraining. Da sind wir für euch da und schauen uns eure Übungen an. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.